Und jetzt kommen wir zum letzten Vortrag. Das ist wieder der Otto Dassau mit einem Vortrag diesmal über QGIS und die Neuerungen im QGIS-Projekt. Bitte. Okay, also herzlich willkommen, kurz vor dem Mittag und letzter Vortrag. Den Vortrag, den ich hier halten werde, also der ist so ein bisschen auch abgesprochen mit vielen Vorträgen, die hier auch da auf der Konferenz die Tage über zu dem Thema QGIS auch stattgefunden haben und stattfinden werden. Und ich werde halt mich konzentrieren, um einen kleinen Überblick zu geben, was so in den letzten Versionen sich als Neuigkeiten ergeben haben. Aber vor allen Dingen, also eigentlich überwiegend, was jetzt die Funktionalität betrifft. Und von daher, schauen wir mal. Es ist halt etwas, was wir traditionellerweise, ist etwas, was auch immer auf den FOSGIS-Konferenzen stattfindet und auch auf den QGIS-Anwendertreffen beispielsweise. Das ist halt ein netter Überblick einmal, den man sich so anhören kann. Von daher fange ich mal an. Und ausgedacht habe ich mir das nicht alles selbst sozusagen, sondern das QGIS-Projekt bietet die Möglichkeit, sich Änderungsprotokolle oder Changelog-Einträge direkt auch auf der QGIS-Webseite anzuschauen. Also wenn Sie mal dorthin gehen und unter für Benutzer sich das anschauen, dann sehen Sie, dass Sie da die Visualisierung der Änderungsprotokolle sich anschauen können für die Version ab Version 2.0. Und da sehen Sie halt auch, dass das, was ich zeige, nur ein ganz kleiner Ausschnitt von dem ist, was halt tatsächlich in QGIS so über die Versionen und über im Grunde genommen hier abgebildet die letzten Jahre so hinzugekommen ist. Also das lohnt sich sicherlich, um das nochmal zu vertiefen, wenn ihr möchtet, im Nachhinein. Und ich fange jetzt erstmal mit ein paar Dingen an, die ich so rausgegriffen habe, was sich in den letzten Zeit getan hat. Das eine ist halt, dass man ja Passworte verschlüsseln kann. Das ist ja nichts Neues. Also ich habe oben immer angeschrieben, welche Versionen da ungefähr dahinter stehen. Das heißt aber, man kann jetzt in QGIS selber ist eine SQLite-Datenbank, in der die Passworte, also erstmal ein Master-Passwort für den Benutzer und dann die Passworte für die Verbindung mit irgendwie mit einer Datenbank oder irgendeiner anderen Anwendung, die können dort halt abgelegt werden und verschlüsselt, sodass die nicht, wie man das sonst kennt, ihr kennt das bestimmt, wenn man sich irgendwo authentifizieren muss, beispielsweise an einer Datenbank, dann ist der Standardweg in QGIS so, dass man das Passwort angibt und am besten dann, wenn man es nicht immer wieder eintragen will, das Häkchen setzt, dass man sich das merkt, das Passwort. Und dann bekommt man eine Warnungsmeldung, die dann sagt, denken Sie dran, dieses Passwort wird halt lesbar in Ihrem Bereich, in Ihrem System abgespeichert. Und das ist jetzt hier mit halt nicht mehr, muss nicht mehr so sein. Man kann sich also seine Passworte auch verschlüsselt ablegen in der Datenbank. Dann gibt es die Unterstützung in Windows-Paketen ist optimiert worden im Sinne von dem Geo-Package. Ich weiß gar nicht, ob hier auf der FOSGIS dazu ein Vortrag gehalten wurde oder wird, aber der Geo-Package ist halt ein standardisiertes, ein OGC-Standard eigentlich als Datenaustausch. Das ist basiert auf SQLite, SpatialLite und es ermöglicht halt Daten, ganze QGIS-Projekte zu verwalten, abzulegen. Und da es halt ein Standard ist, ist so ein bisschen die Hoffnung, dass sich das so weiterentwickelt, dass das auch von vielen Systemen am Ende unterstützt wird und nicht nur eine QGIS oder eine Open Source eigene Geschichte sein wird, sondern auch von MapInfo, ArcGIS und so weiter dann auch genutzt werden kann. Das wäre halt ganz schön. Die Unterstützung dafür ist optimiert worden, verbessert worden. Dann gibt es Kreisbögen, die Unterstützung ist in den Windows-Paketen besser geworden. Lesen und Schreiben von Spreadsheets, also LibreOffice oder OpenOffice oder wie man das jetzt gerade nennt, auf welchem System. Excel wird unterstützt und man hat die Möglichkeit, weitere basierte Processing-Provider für Formatkonvertierung zu nutzen, also Optionen sozusagen anzugeben. Sowas ist da jetzt auch optimiert worden, ist aber auch schon seit einiger Zeit vorhanden. Dann gibt es eine Reihe von Ausdrücken, also hier für rausgegriffen für die Version 2.14, die sich für den Ausdruckseditor erweitert wurden. Aber wenn man da die Version so weiter verfolgt, ist das eigentlich auch ein ständiger Prozess. Also diese Anzahl von Ausdrücken, die unterstützt werden, die man nutzen kann, um auf seine Daten zuzugreifen oder die zu miteinander zu verrechnen oder so, die wachsen halt immer mehr. Und dies ist halt nur ein Beispiel dafür, dass dieser Ausdruckseditor oder Expression-Editor
im Wandel ist und sich ständig erweitert und wächst. Dann zum Thema QGIS und PostGIS. Da ist es so, dass da auch eine Reihe von Dingen passiert sind über die letzten Versionen, also bis Version 2.16, Performanceverbesserungen für beispielsweise regelbasierte Darstellung, wenn man das nutzt, dafür Daten auf der Datenbank. Zusammengesetzte Primärschlüssel können genutzt werden, sind unterstützt, also über mehrere Spalten beispielsweise. Dann die Unterstützung für Timestamp-Datentyp ist integriert worden. Transaktionsgruppen sind unterstützt zum Editieren. Und die Authentifizierung, das, was ich eben angesprochen habe, über HKI-Methode kann auch genutzt werden für den Zugriff jetzt auf die Datenbank. Dann eine große Anzahl von Erweiterung oder Anpassung oder Optimierung ist für den WFS-Client. Der ist, weiß nicht, ob der fast neu oder sehr, auf jeden Fall stark erweitert wurde, im Sinne von, dass er jetzt automatisch halt die WFS-Version detektiert. 2.0 war bis vor der Version 2.16 noch nicht unterstützt als WFS-Standard. Das ist jetzt seit der Version halt auch dabei, also 1.0, 1.1, 2.0. Lokaler Cache mit Spatial-Light-Datenbank im Hintergrund ist integriert worden. Progressives Zeichnen, also Download im Hintergrund und sukzessives, progressives Zeichnen ist da. Es wird unterstützt, SQL-Parameter, Joins, räumlicher Filter für einen aktuellen Ausschnitt. Und es ist halt eine Reihe von Tests hinzugefügt worden und Verbesserungen grundsätzlich, um die Performance des WFS-Clients im QGIS zu optimieren. Also von daher gibt es da, das ist auf jeden Fall etwas, was einen großen Schritt gemacht hat in den letzten Versionen oder bis vor allen Dingen jetzt halt Version 2.16. Dann DXF ist ein Thema, was seit einigen Versionen forciert wird, weitergebracht wird. Hier in dem Fall jetzt der DXF-Export mit vielen Verbesserungen, um den Datenaustausch von DXF mit den AutoCAD vor allen Dingen wahrscheinlich oder auf jeden Fall Werkzeugen, die DXF-abhängig sind, sage ich mal, oder wo das halt das Format ist, was man da nur vernünftig verwenden kann. Das ist halt natürlich, das kennt wahrscheinlich jeder, der in diesen zwei Welten unterwegs ist. Das ist ein kleines Problemchen sozusagen und das ist dadurch jetzt auch, also das ist viel jetzt auch angepasst oder erweitert worden, um diesen Austausch zu optimieren, von QGIS Seite auf jeden Fall. Dann im Geometriemodell sind hinzugefügt worden Kreisbögenunterstützung, 3D-Daten oder M-Werte abzulegen und damit zu arbeiten. Und das fing halt an ab Version 2.10, dass man sie erstmal anzeigen kann. Also wenn man Kreisbögen beispielsweise in einer Postgres-Datenbank hat, dass diese Daten dann auch dargestellt werden können. Und im weiteren Verlauf ist es dann möglich gewesen, oder ist es jetzt möglich, dass man diese auch editieren kann, in WKT, also Well-Known Text oder GML abbilden kann. Ja, und dass es halt auch als Geo-Package unterstützt wird. Das ist halt auch hinzugefügt worden, Kreisbögen zu erstellen, wenn das entsprechende Datenformat natürlich das unterstützt. Also in Shapefiles Kreisbögen erstellen, geht halt nicht so in dem Sinne. Interaktive Beschriftung, das ist auch etwas Schönes, denke ich mal, was hinzugekommen ist. Und zwar, es gibt halt so ein kleines Icon hier im Layer-Fensterbereich, was ermöglicht, dass das öffnet dann auf der rechten Seite des Kartenfensters so einen Dialog. Und dieser Dialog hat dann, darüber kann man dann zugreifen auf die Darstellung, Layer-Darstellung, wie man sehen kann, hier Beschriftung, verschiedene Farbzuweisungen und kann sozusagen interaktiv die Karte von da hier einstellen, steuern. Und es gibt auch ein Häkchen, was dann ermöglicht, dass man direkt in dem Moment, wenn ich jetzt hier etwas verändere, dass die Karte auch direkt auch übernimmt und man das dann sozusagen live direkt das Ergebnis sieht und sehen kann oder entscheiden kann, ob das so passt oder nicht. Das ist gerade, denke ich mal, wenn man viel Layout, Darstellung bearbeitet, auf jeden Fall eine nette Funktionalität. Wenn der Monitor groß genug ist, sage ich mal. Dann das ist halt da drin. Dann ist hinzugefügt worden in der Version 2.14 eine Darstellungsrenderer für die Darstellung von 2.5D-Daten. Das kann man hier sehen. Also einmal
ist hier das untere kleine Bild, ist erstmal, das sind halt Gebäudedaten aus OpenStreetMap. Denen wurde allgemein einfach irgendeine Höhe zugewiesen und die werden dann in diesen so als 2,5D-Daten in QGIS angezeigt. Und diese Darstellung kann man dann auch weiterhin dann kombinieren mit anderen Darstellungsarten, Darstellungstypen, zum Beispiel mit einer abgestuften Darstellung, wo man dann sehen kann, dass die je nach Abstufung oder nach Klasse werden dann verschiedene Höhen zugewiesen auf Basis einer Attributspalte, die man dann nutzen kann. Ja. Solche Sachen sind halt da in Bezug auf Darstellung. Pfeile kann man generieren auf verschiedene Art und Weise. Hier auf die Schnelle, also normale, gerade Pfeile, aber man kann die auch als Kreisbögen definieren beispielsweise, also sehr variabel, um dort auch Beziehungen zwischen Objekten anzuzeigen und da solche Möglichkeiten gibt es auch schon seit Version 2.16. Also das sind Sachen, die jetzt nicht so neu sind in dem Fall, denn die 2.16 ist ja auch schon ein bisschen länger da. Dann beim Digitalisieren sind einige Sachen zugekommen worden, vor allen Dingen das Auto-Tracing, also das ist als Digitalisierfunktion, ist jetzt in, das gab es vorher als Plugin, das ist jetzt in den QGIS-Kern integriert worden. Und wenn man sozusagen die erweiterte Digitalisierung dieser Werkzeugleiste aktiviert, dann hat man das halt auch zur Verfügung und kann damit arbeiten, mit dieser Tracing-Funktion. Dann gibt es dieses Reshape-Werkzeug, damit können Linien verlängert werden. Das ist hinzugefügt worden. Und für Punktobjekte ist ein interaktives Editieren von Offsets für Symbole möglich, also am Bildschirm. So etwas ist dort, ist in QGIS jetzt auch vorhanden. Dann, das ist auch etwas, was man, glaube ich, recht häufig eigentlich benutzt oder benutzen möchte. Das war vorher ein bisschen aufwendiger. Jetzt ist es so, mit der Version 2.18, also das ist recht neu, dass man, wenn ich jetzt in einer Attributspalte einen, beispielsweise jetzt hier einen Link hineinschreibe, einen HTTP oder HTTPS-Link, dass der dann automatisch auch als Link in der Attributtabelle, beziehungsweise wenn ich ihn das Objekt abfrage mit dem Abfragewerkzeug, dass das dann entsprechend dann so direkt auswählbar und als Link erkennbar genutzt werden kann. Das ist halt neu in der aktuellen Version. Dann in Bezug auf Darstellung, da gibt es jetzt für die Farbschieberegler die Möglichkeit, das mit dem Mausrad beispielsweise zu machen. Also ich würde jetzt hier hier auf den View oder das einen von den Farben geben, der RGB-Wert, und könnte dann mit der Maus scrollen und den Wert entsprechend dann anpassen, was, glaube ich, auch ein bisschen intuitiver ist von der Bearbeitung her. So etwas gibt es dort. Dann auch, wenn man mit Bearbeitungselementen arbeitet, das kennt ihr, also das sind ja im Grunde genommen, ermöglicht es das einem, dass man Schablonen erzeugt, sozusagen für die Werteeingabe beim Editieren von Daten. Und das war vorher natürlich schon seit langer Zeit möglich, aber jetzt gibt es die Möglichkeit auch auf Version 2.18, dass man Vorgabewerte definieren kann. Das können feste Werte sein, die einfach halt vorgegeben sind für einen bestimmten Attributeintrag. Aber ich kann auch hier, wenn ihr mit QGIS arbeitet, kennt ihr das sicherlich, es gibt ja hier den Ausdruckseditor, den ich dann nutzen kann. Und das heißt, ich kann auch komplexe Ausdrücke mir zusammenbauen, aus denen dann so ein Vorgabewert generiert wird. Ja. So ein Beispiel habe ich hier gefunden, dass man beispielsweise sagt, wenn ein bestimmter Eintrag in einer Spalte stattfindet, dass dann automatisch für eine andere Spalte ein Farbwert vorgegeben wird, der dann genutzt wird. Ja. So etwas könnte man halt dann darauf basiert, also als Bedingung formulieren. Diese Vorgabewerte sind also eine Sache, die hinzugekommen sind, neu sind in QGIS. Ja, das sind eigentlich so die Feature, die ich jetzt so rausgesucht habe. Natürlich möchte ich auch eine Liste so ein bisschen zumindest sagen, dass wer da so dahinter steht. Und ich denke, die meisten wissen wahrscheinlich, das QGIS-Projekt selbst ist jetzt nicht so, dass sie selber entwickeln in dem Sinn oder sie entwickeln natürlich schon die Leute, die dort im QGIS-Projekt mitarbeiten. Aber es ist nicht so, dass das halt finanzierte Projekte entwickelt werden direkt über das Projekt, sondern es sind meistens im Auftrag von verschiedenen Benutzern werden dann oder Verbänden, Vereinen werden dann halt Firmen, Unternehmen entwickeln dann und integrieren das dann in den Quellcode von QGIS. Und hier sieht man halt, dass eine
eine Reihe von Unternehmen und Institutionen, die das unterstützen, ganz oben genannt. Und auch nicht, weil es nicht ohne zuletzt sozusagen, weil die auch einen großen Teil dieser Förderung auch mit ausmachen, sind halt auch die Verbände, die Schweizer Entwicklerverband oder der Benutzerverband QGIS CH, beispielsweise hier in Deutschland die QGIS Anwendergruppe, die es eigentlich ja erst seit 2 Jahren gibt, aber auch die versuchen viele Dinge auch anzustoßen, zu finanzieren, beispielsweise dann also typisch deutsche Sachen, sage ich jetzt mal, im Bereich Dokumentation, dass so etwas halt dann auch zur Verfügung steht. Solche Sachen werden da auch mit angestoßen und mitfinanziert. Ansonsten, was man schon auch hier sehen kann, ist es immer noch, sage ich mal, recht schweizerlastig. Das ist einfach, die Schweiz nutzt QGIS, glaube ich, relativ gesehen um einiges mehr, als es bei uns in Deutschland momentan noch der Fall ist. Dementsprechend gibt es dort halt auch viele, die finanzieren und da Mittel zur Verfügung stellen. Aber es ist im Grunde genommen eine weltweite Sache, die dort stattfindet. Das letzte, den letzten Punkt, den ich noch ansprechen würde, ist, das wurde nämlich, glaube ich, in keinem anderen Vortrag bisher behandelt, ist das Thema, dass QGIS jetzt auf dem Sprung ist von Version 2 zu Version 3. Und zwar nicht erst seit jetzt kurzer Zeit, sondern schon ein bisschen länger. Und der Hintergrund ist so, dass es gibt halt seit längerer Zeit Python und neuere Versionen für Qt, also der grafischen Bibliothek, die QGIS nutzt, und Python, nämlich Qt5 und Python 3. Aktuell, wenn ihr mit QGIS 2.18 arbeitet, dann ist das halt ein Qt4 und Python 2, was dort verwendet wird. Und dieses von der Versionsschritt jetzt von QGIS 2 auf QGIS 3 hat halt den Grund, dass die Bibliotheken halt aktualisiert werden. Und unter anderem auch, weil die Unterstützung für Qt4 für vor allen Dingen Macintosh jetzt auch ausläuft und dementsprechend es einfach jetzt auch Sinn macht oder notwendig ist, diesen Schritt zu gehen. Und das ist halt eine umfangreichere Aktion natürlich, und die hat gestartet im letzten Sommer nach der Version 2.16. Im Grunde genommen fing es an mit der Version, dass darauf hingearbeitet wurde, dass es irgendwann dann die Version 3.0 geben wird mit dann Qt5 und Python 3. Dazu kommen natürlich die Vorteile, dass neue Bibliotheken bieten natürlich neue Möglichkeiten, Funktionalitäten, Methoden, die man nutzen kann für die Programmierung. Das wird sich sicherlich dann auch bemerkbar machen mit der Zeit. Mobile Geräte sollen besser unterstützt werden über das Qt5. Ja, und so ist das halt ein logischer Schritt, der jetzt durchwandert wird wo man jetzt mittendrin ist. Und daraus ergibt sich, also kurz angesprochen hatte ich ja schon, dass seit Sommer letzten Jahres mit der 2.16 halt gestartet wurde. Und mittlerweile ist es jetzt schon so weit, dass es einen relativ festen Zeitplan gibt, der wenn möglich auch eingehalten werden soll. Also für den Herbst 2017 jetzt ist geplant, dass es eine Version 3.0 geben wird, eine erste Version. Das ist kein Long-Term-Release in dem Fall. Also ich gehe mal davon aus, dass ihr das kennt. Also es gibt ja immer so eine Langzeit-Stabil-Version in QGIS, sondern das hier wird erstmal ein normaler Release sein. Und der darauffolgende Release 3.2 ist dann geplant, ein Long-Term-Release zu sein. Aber die Version 3, also das ist für den Herbst geplant. Dementsprechend mittlerweile die 2.18, das kann man definitiv sagen, wird die letzte QGIS-Version sein, mit der Version Nummer 2 am Anfang. Und alles, also mittlerweile ist eigentlich das fast sämtliche Entwicklung sich auf die Version 3.0 jetzt konzentrieren. Und es sind dort noch ein paar Dinge offen natürlich. Ein bisschen Zeit ist ja auch noch. Aber das sieht schon mal ganz gut aus, dass das halt vom Zeitplan auch aufgefangen wird. Was damit auch zusammenhängt dann oder was auch passieren muss, ist, dass es gibt da eine Vielzahl, ich glaube mittlerweile über 1000, habe ich mal gehört, Plugins, die für QGIS geschrieben wurden und die auch so zur Verfügung stehen an verschiedenen Stellen, also aus der Community heraus sozusagen integriert wurden. Und die müssen natürlich theoretisch alle auch portiert werden auf Python 3 und auf die neue Umgebung. Und das ist halt für die Kern-Plugins, die mit QGIS sind, ist das eher das kleine Problem, aber viele externe Erweiterungen, das ist natürlich auch ein Schritt, der noch notwendig ist, der durchgeführt werden muss, und dafür soll es
ja, Werkzeuge geben, die einen dann unterstützen oder auch Anleitungen, die so Fallstricke zeigen, worauf man dann achten sollte, um sein Plugin, wenn man halt eins geschrieben hat, in Python 2, dann gut auf Python 3 und PyQt umzustellen. Ja, und ansonsten, wie gesagt, 2.18, die letzte zu 2 Release. Momentan ist es so, die 2.14 ist ja weiterhin noch der Long-Term-Release. Der wird auch noch ein bisschen weiter bleiben, aber im Juni ist es so, dass ab Juni wird dann die 2.18 der Long-Term-Release sein. 2.14 wird es dann noch so lange geben, bis die 3.0, also im Herbst, rauskommt, sodass die Strategie, also das, was in QGIS immer so vorgegeben ist, es gibt halt zwei Versionen, einen Long-Term-Release und einen weiteren, dass das auch weiterhin so, und den Master natürlich, den Nightly Build, falls ihr den schon mal probiert habt, das wird auch weiterhin durchgeführt, bis dann im Herbst 3.0 ist, und dann wird es halt, die 2.18 wird dann erstmal weiterhin der Long-Term-Release sein, etwa bis, ja, wahrscheinlich dann ein Jahr ist es ja meistens, bis Sommer nächsten Jahres, und dann wird es die 3.2er sein, also dann sind wir sozusagen, ist das abgeschlossen, dieser Schritt, dann ist die 2.18, die geht dann raus, und dann haben wir noch ein QGIS 3, aber das heißt, ein bisschen Zeit hat man noch, wenn man jetzt mit QGIS arbeitet, QGIS 2, also ein Jahr auf jeden Fall, und dann wird aber irgendwann noch endgültig so ein Cut sein, und dann gibt es einen neuen 3er Release und 3.0er oder 3.2er als LTR, und dann ist das Thema abgeschlossen. Das ist so der Plan, mittlerweile nicht nur die Idee, sondern der Plan, und so wird es halt auch sein, und ich glaube, die Fortschritte sind ganz gut. Und damit bin ich mit meinem Vortrag durch, und wenn noch Fragen sind, dann gerne. Ja, gibt es Fragen, Anmerkungen? Ja, nur eine kurze Verständnisfrage. Der 3er LTR, habe ich richtig verstanden, der ist auf Sommer 2018 geplant? Ja, grob. Also da man davon ausgeht, also die 2.18 wird ab Juni, glaube ich, jetzt geplant, soll es dann der Long-Term-Release wieder sein. Und ein Long-Term-Release ist bisher immer so umgesetzt worden, das ist auch weiterhin so geplant, für ein Jahr mindestens wird der halt laufen. Und dementsprechend wird dann wahrscheinlich im Sommer nächsten Jahres dann die 3.2 ein nächster Long-Term-Release sein. Ja. Also es gibt, die Seite habe ich jetzt nicht, es gibt im Internet, ich glaube sogar auf der QGIS-Projektseite irgendwo auch die Möglichkeit, also es gibt eine ziemlich dedizierte Liste von so Zeittabellen, was welche Version wann sein soll, auch schon für einen längeren Zeitraum. Also ich kann nur leider den Link jetzt nicht dabei, aber das ist so, entspricht dem.